Hey liebe Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Hi, ich bin der Julian oder Joe oder Jeff oder wie auch immer. Willkommen in Geheimakte Tunguska bzw. Secret Files Tunguska. Ein Point-and-Click-Adventure, wer hätte es auf meinem Kanal gedacht. Das glaube ich auch von 2006, genau wie Blackwell Legacy, was wir letztes gespielt haben, fällt allerdings ein bisschen in eine andere Kategorie. Und anders als Blackwell Legacy ist das wieder ein Spiel, was ich schon kenne. Allerdings genau wie Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten, was wir als vorletztes gespielt haben, würde ich sagen, es ist ein Spiel aus meiner Kindheit und daher eins, was ein bisschen, ich betitel sehr gerne, als Brainblind ist. Das bedeutet also, ich kenne es, ich habe es damals gespielt, ich habe es damals auch definitiv durchgespielt, aber keine Ahnung, ich kann mich so vielleicht noch an zwei Bilder erinnern und vielleicht, wenn ein paar Sachen kommen, dann kommen so langsam Erinnerungen wieder, aber ich weiß jetzt keine Rätsel mehr oder keine Dialoge, keine Story-Details. Ganz am Anfang, wenn man das Spiel startet, noch vor dem Hauptmenü, kommt so eine kleine Sequenz, wo einfach nur ein Feuer brennt oder wie so eine Explosion und davor kommen so ein paar Zeilen Text, aber ich wollte das jetzt nicht einblenden, weil das. Also, erstmal, weil ich das nur aufnehmen kann, wenn ich das Spiel gerade starte. Und das war mir jetzt ein bisschen zu umständlich. Und der Inhalt ist auch relativ irrelevant. Da steht einfach nur, es gab in Tunguska irgendeine Explosion, von der niemand weiß, was es ist. Die war so stark wie 200 Hiroshima-Bomben und hielt für eine ganze Nacht Europa hell, sodass es quasi keine dunkle Nacht gab. Das ist eigentlich schon alles. Da kamen nur so 3-4 Zeilen Text und die habe ich jetzt nacherzählt. Vielleicht kommen die auch gleich nochmal, wenn ich auf neues Spiel klicke, aber ja, apropos auf neues Spiel klicken, wollen wir doch einfach mal loslegen, oder? Upload-Reihenfolge, genau. Regelmäßigkeit ist, alle 3 Tage um 15 Uhr kommt ein Part. Bevor jetzt diese laute Musik wieder losgeht, drücke ich mal auf neues Spiel. Let's go. Das kommt weg. Ist übrigens, ne, Deep Silver, ist zur Abwechslung mal ein Spiel aus deutscher oder österreichischer, ich glaube aus deutscher Produktion. Das haben wir nicht so häufig. Geheimakte Tunguska von Marco Zeugner und Martin Meyer und Jörg Beilschmidt. Und Steffen Schamberger. Okay, ich will es noch vorlesen, wenn es der letzte Name ist. Bist du da? Was? Papa? Was ist denn hier los? Papa? Die angelehnte Eingangstür, dieses Chaos hier und von meinem Vater keine Spur.
Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich sollte mich besser mal auf die Suche nach ihm machen. Mhm, das solltest du. Und moin, damit sind wir jetzt in-game. Man sieht schon, auch wenn Blackwell Legacy aus demselben Jahr ist, ist anders. Ja, aber Blackwell Legacy wollte auch mehr so einen Retro-Look haben und Geheimakte Tunguska eher, was zu dieser Zeit gerade neu, modern war. 2006 ist auch schon bald 20 Jahre her. Ja, ziemlich genau 15 Jahre. Das ist crazy. Krass irgendwie. Und 2006 sind ein paar richtig gute Musikalben. Okay, Geheimakte Tunguska ist der erste Teil einer drei- bis vierteiligen Reihe. Also offiziell, glaube ich, drei Teile, if I'm not mistaken, und einen Ableger. So ein Spin-off gibt es noch. Ich weiß nicht, ob irgendwie ein vierter Teil noch in Produktion ist oder ob das abgeschlossen ist oder ob das tot ist, das Franchise, ob es die Entwickler noch gibt und was weiß ich. Ich weiß nur, dass ich nur den ersten Teil gespielt habe damals, Tunguska. Ich wollte dann immer Puritas Cordis, der zweite Teil, als davon auch eine Demo mal irgendwie auf einer Screen fand oder an der Computerbild Spiele gab oder so. Aber habe ich irgendwie dann nie geholt. Und den dritten Teil dann entsprechend auch nicht. Mittlerweile besitze ich alle, aber ja, habe die nach wie vor nicht gespielt. Aber damit können wir ja jetzt langsam hier anfangen. Okay, was haben wir hier? Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Urkunde. Eine Auszeichnung der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ich glaube, die gab es für eine der Expeditionen, die mein Vater in den 50er und 60er Jahren unternommen hat. Mhm. Ja, übrigens, sorry, falls ich irgendwie ein bisschen müde klinge im heutigen Part, ist das eine kleine Ausnahme. Ich nehme abwechslungshalber mal vormittags auf. Das mache ich sonst eigentlich nie, aber irgendwie war mir danach gerade. Ein Bild von der Hochzeit meiner Eltern. Ich glaube, Papa hat ihren Tod bis heute nicht verkraftet. Schon wieder ein Spiel, hatten wir ja auch gerade erst mit Black One. Na egal, Porzellanschale, die können wir sogar aufnehmen, aber gucken wir uns erstmal kurz an. Die Schale ist innen schon etwas porös. Ja, dann können wir sie mitnehmen. Seht ihr, und genau das ist eben dieser wesentliche Unterschied, was ich in dem Sherlock Holmes Let's Play gesagt habe. Das ist, dass man in einem normalen Point-and-Click eigentlich immer alles einfach schon mitnehmen kann, auch wenn man es erstmal noch gar nicht braucht. Und dass das in Holmes manchmal wirklich einfach gefehlt hat. Okay. Was fehlt hier? Münzkasten. Der sieht aufgebrochen aus. Aha. Mitnehmen will ich die nicht und ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer, was ich damit machen soll. Aber es fehlt eins. Hier scheint eine Münze zu fehlen. Auf dem Zettel steht, und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Niemals die gleichen in Reihe und Glied? Aber tun sie doch. Mitnehmen will ich die nicht. Nee, okay. Ein Rätsel. Heizkörper. Der Heizkörper ist lauwarm. Ja, aber warum ist dann das Fenster offen? Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild, was Ordnung angeht. Aber so schlimm sieht es ja nicht einmal bei mir zu Hause aus. Okay, wir gucken uns erstmal um. Die Karte zeigt einen Ausschnitt von Sibirien. Keine Ahnung, warum mein Vater die hier aufgehängt hat. Jetzt doch wieder Siberia 2? Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild. Achso, okay, ich dachte, der Bildschirm wäre noch was anderes, aber nee, stimmt auch, Schreibtisch. Okay, Aktenschrank. Die Akten sind teilweise rausgerissen und über den Boden verteilt. Mein Vater war das bestimmt nicht. Da muss jemand etwas dringend gesucht haben, der es sehr eilig hatte. Mhm. Und so nicht ihr Vater. Gesteinsbrocken. Ja, nehmen wir auch den einfach mit. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich mit Doppelklick irgendwie schneller laufen? Nein, das geht nicht. Okay, das könnte mich abfacken. Aber mal gucken. Maschine. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Kein Problem. Wie heißen wir? Nina heißen wir. Okay. Mal ganz kurz gucken. Das ist das Menü. Hier kann man speichern. Wir sind in Berlin im Naturkundemuseum. Was ist das hier? Szene untersuchen. Ah. Oh, wie hilfreich. Können wir Glaskolben mitnehmen? Seht ihr, den hätte ich übersehen. Okay, good to know. Und ein Tagebuch haben wir auch. Kram. Ah, und es gibt auch wieder so eine Rätselhilfestellung. I see. Good thing. Telefonieren wir mal. Rufen wir die Polizei, oder?
Was auch immer hier passiert sein mag, ich rufe besser mal die Polizei an. Polizeileitzentrale Berlin? Hallo, Nina Kalenko hier. Sie müssen schnell jemanden vorbeischicken. Mein Vater ist spurlos verschwunden. Seit wann? Keine Ahnung. Ich wollte mich auf seiner Arbeitsstelle mit ihm treffen, aber er war nicht da. Stattdessen ist hier alles durchwühlt. Ist Ihr Vater geistig gestört oder suizidgefährdet? Was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, dann können wir nichts machen. Erwachsene Personen können nur bei Lebensgefahr oder in Ausnahmesituationen als vermisst gemeldet werden. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Beruhigen Sie sich erstmal wieder. Ihr Vater wird bestimmt irgendwas Wichtiges zu erledigen haben und sich bald melden. Machen Sie sich keine Sorgen. Was Wichtiges zu erledigen? Hallo, haben Sie mir zugehört? Hier sieht es aus wie nach einem Erdbeben. Meinen Sie, er hat das Chaos selbst angerichtet und sucht nun nach der Putzfrau? Wie gesagt, ich kann da leider gar nichts für Sie tun. Tut mir leid. Prima, herzlichen Dank. Sie waren mir eine große Hilfe. Toll, muss ich denen erst zwei Finger schicken, damit die mal aus dem Quark kommen. Ja, muss ich leider gestehen, ungefähr so sind meine Erfahrungen von Polizeirufen leider auch in der Vergangenheit gewesen. Okay, warte mal, Porzellanschale. Kann ich Items kombinieren? Oh, okay, ich habe den jetzt da reingemacht. Ich wollte gerade einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Stopp. Okay. Ja, jetzt habe ich einen Glaskolben mit dem Stein drin. Okay. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Schauen wir mal. Heizungsventil. Oh, und da unten liegt auch was. Foto. Jawohl. Das ist gut, dass es diese Funktion gibt. Wenn ich das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Du sollst es zumachen. Runterdrehen. Oder verdammt nochmal das Fenster schließen. Umweltverschmutzer. Ein Foto okay. Von Papa auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958, Wladimir Kalenko und... Ich kenne das Foto, aber wer war nochmal der andere Typ auf dem Bild? Und warum wurde das Foto zerrissen? Ich werde es mal in mein Tagebuch kleben. Vielleicht hat das Bild irgendeine besondere Bedeutung. Ja, und vor allem will ich es auch sehen. Okay. Zerrissenes Foto. Berlin Museum. Ein Foto von Ninas Vater auf seiner Expedition. Wer war nochmal der andere und warum ist es zerrissen? Okay, der ist nicht oben. Klingt tatverdächtig. Das klingt tatverdächtig. Okay. So, hier war dann nichts weiter, ne? Ich könnte aber raus. Ich gucke nochmal ganz kurz, kann ich irgendwie das hier reinstecken? In die Maschine? Nö. Okay, geh mal raus. Aus dem Büro dröhnt laute Musik. Dass mein Vater da drin ist, halte ich bei dieser Art von Musik zwar für unwahrscheinlich, aber vielleicht kann man mir sagen, wo er abgeblieben ist. Ja, ich gucke mich trotzdem erstmal weiter um. Warte mal, hier müsste er dann... Das richtige Türschild haben die wohl aufgrund der derzeitigen Renovierung abmontiert. Jetzt hängt da einfach nur ein Pappschild mit dem Namen meines Vaters. Die Liste vom örtlichen Pizzadienst. Eine Info über den bevorstehenden Bau eines Sendemastes in der Nachbarschaft. Ein Typ namens Schamberger, der seinen Hund Whisky vermisst. Steffen. Soweit ich das überblicken kann, also nichts von Interesse. War ja bei den Creatern. Der ist geschlossen. Okay. Ach so, schade. Ich dachte, ich kann einfach die Musik ausmachen mit einer Sicherung. Wäre fies. Oh. Ja, moin. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich in diesen Gang, wo das hier passiert ist. Aber, war der nicht hier? Naja, egal. Gut, gehen wir mal hier. Nee, warte, erstmal gucken. Wer ist denn in diesem Büro? Da hängt ein provisorisches Türschild mit dem Namen Max Gruber. Max Gruber, kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Aber wird Zufall sein, glaube ich. Die Tür scheint von innen blockiert zu sein. Und die Musik aus dem Zimmer ist so laut, dass mein Klopfen wohl nicht zu hören ist. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Oh, echt nicht? Du hast so... Ach so, das ist ja mein Schlüsselbund. Nicht der von dem Vater. Okay. Ah, guck mal, mit Doppelklick kann ich mich zumindest schnell teleportieren. Der König der Saurier. Selbst die Nachbildung wirkt noch ziemlich furchterregend. Begegnen möchte ich dem jedenfalls lieber nicht. War der nicht eigentlich viel kleiner oder so? War das nicht irgendwie so, dass der immer viel zu groß dargestellt ist? Oder irre ich mich jetzt gerade? Irgendwas war da, was nicht richtig war. Liste. Plan. Erstmal Plan. Das ist ein Fluchtplan mit allen Räumen des Museums. Wobei der nicht aktuell ist, da zurzeit ja einige Räume wegen Renovierungsarbeiten gesperrt sind. Ist das so, ja? Mademoiselle? Wunderbar. Ja, dann gucken wir mal auf die Liste, was auch immer das ist. Und dann konnten wir dann noch in den hinteren Bereich gehen und Ausgang gibt es auch noch. Auf der Liste stehen die Mitarbeiter des Museums.
Wissenschaftlicher Leiter Wladimir Kalenko, Büro 5. In Büro Nummer 4 befindet sich dieser Max Gruber. Okay, Büro Nummer 4, da müssen wir die Sicherung rausmachen, glaube ich. Statuen. Ich höre Geräusche aus der Statue. Da scheint jemand drin zu sein. Da ist eine versteckte Tür. Ja, moin. Eddie, was machst du denn hier drin? Oh, Frau Nina. Sind die noch da? Noch da? Wer? Sie. Sie kamen. Ich konnte sie nicht sehen. Aber plötzlich wusste ich, dass sie da sind. Mich überkam panische Angst. Ich musste mich verstecken. Und dann sah ich sie. Oh, sie schienen zu schweben. Ich konnte sie nur ganz verschwommen sehen. Die Luft vibrierte. Sie sprachen nicht, aber diese Stimmen in meinem Kopf. Hunderte von Stimmen. Eddie, hast du wieder getrunken? Nein, nein, ich habe nichts getrunken. Wirklich nicht. Naja, zumindest nicht viel. Aber sie waren wirklich da. Ich konnte sie sehen. Ich konnte sie fühlen. Ich habe mir das Ganze nicht eingebildet, glauben Sie mir. Diese schwarzen Umhänge mit diesen knochigen Fingern, das werde ich nie vergessen. Ist ja gut, Eddie. Komm erst mal raus da und beruhig dich wieder. Der arme Kerl ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte nachher noch mal mit ihm reden, wenn er sich wieder etwas beruhigt hat. Aber er hat einen Schlüssel verloren. Vielleicht zum Sicherungskasten. Hoffentlich. Steht jetzt nur Schlüssel da, aber ja. Kaum vorstellbar, dass ein Dino mit solchen Hörnern ein reinrassiger Vegetarier war. Man sollte sich wohl auch besser nicht allzu sehr darauf verlassen. Schaubild. Gucken wir uns auch noch an. Ich glaube, das war es hier hinten dann schon. Ja. Oh. Auf den Schaubildern geht es darum, ob und wie Asteroiden und Meteoriten für das Aussterben der Saurier verantwortlich gewesen sein könnten. Hm. Wenn ich mir die beschriebenen Auswirkungen so anschaue, scheint die Theorie auf jeden Fall sehr plausibel. Sorry. Mein Aufnahmegerät hatte ganz kurz ein kleines Problem gemacht. Das musste ich fixen, deswegen. Ah, alles gut. So, hier geht es. Ja, genau. Es geht noch nach Lichtlampe. Warum die lasse ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Okay. Ich kann jetzt ganz raus oder hoch, aber ich gucke jetzt mal kurz, ob ich hier jetzt einen Sicherungskastenschlüssel gefunden habe. Glück gehabt. Der Schlüssel passt. Sehr gut. Ich werde mal die ungesund laute Musik von diesem Max Gruber auf ein erträgliches Maß reduzieren. Nämlich aus. Verdammt, und ich habe nicht gespeichert. So ein Dreck, bis ich das alles wieder hingekriegt habe, vergehen Stunden. Herr Gruber, bitte lassen Sie mich rein. Ich muss mit Ihnen reden. Was? Wie? Moment, gleich. Hallo, Sie sind Nina Kalenko, ja? Ach, der. Ja, woher wissen Sie das? Ihr Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Freut mich wirklich, Sie endlich mal kennenzulernen. Wollen Sie Ihrem Vater ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter schauen? Ich wollte mich eigentlich mit ihm treffen, aber als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen und sein Arbeitszimmer war Chaos pur. Ach ja, und Eddie hockte völlig verstört in der Nachbildung des Tyrannosaurus Rex und stammelte irgendwas von schwebenden Gestalten. Hört sich ja nicht gerade nach der strikten Befolgung der Arbeitsvorschriften an. Aber mich trifft keine Schuld, bin seit Stunden nicht mehr aus dem Büro raus. Was sagt denn Ihr Vater dazu? Genau darum geht's. Er ist weg. Weg? Wie weg? Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ich hab so das Gefühl, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie haben wirklich gar nichts mitbekommen? Nein, leider nicht. Das Zimmer meines Vaters sieht durchwühlt aus. Wissen Sie, woran er in letzter Zeit gearbeitet hat? Nicht so genau. Eigentlich sollte er Inventur machen. Hier wird ja gerade renoviert. Ja, ich weiß. Aber? Aber er hat kürzlich erwähnt, dass die Inventur für ihn derzeit nebensächlich sei. Irgendwas Wichtiges sei dazwischen gekommen, um das er sich erst einmal kümmern wollte. Sie wissen aber nicht zufällig, was das war. Nein, wie gesagt, ich war auch schwer im Stress. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas aufgefallen? Irgendwelche seltsamen Vorkommnisse? Hat sich mein Vater anders verhalten als sonst? Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns aber in den letzten Tagen nicht oft gesehen. Ich war ziemlich im Stress und er schien auch sehr viel zu tun zu haben. Schade.
Vielleicht sollten Sie die Polizei einschalten. Das Ganze hört sich ja doch etwas beunruhigend an. Ja, habe ich schon versucht. Aber die scheinen nicht sehr interessiert am Verschwinden meines Vaters zu sein. Der Hausmeister war irgendwie völlig durch den Wind, stammelte etwas von Typen in schwarzen Roben und seltsamen Stimmen. Eddie? Sie wissen doch, er ist ein echt lieber Kerl, aber... Er greift gerne zur Flasche, ich weiß. Aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Er schien wirklich Angst vor etwas zu haben. Naja, wenn hier wirklich jemand war, könnte Eddie schon was davon mitbekommen haben. Und in Kombination mit seiner lebhaften Fantasie und einer Flasche Whisky? Ja, aber ich denke, ich werde trotzdem nochmal mit ihm reden, sobald er sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Er ist der Einzige, der mir vielleicht weiterhelfen könnte. Ich werde mal weitersuchen. Anders als du scheinbar. Geht es nur allmählich so wie Eddie. Ich bin völlig verwirrt und so langsam kriege ich wirklich Angst. Wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin hier. Okay, vielen Dank. Und halt die Musik leise. Okay, dann gehen Irgendwas wir mal hier durch. Stimmt hier nicht. Und solange ich nicht weiß, was mit meinem Vater ist, gehe ich hier nicht weg. Ach so, ich dachte, der könnte da vielleicht sein. Aber hier ist er ja auch nicht. Wo ist er denn dann, der Eddie? Der würde ja wohl kaum in das Büro hier gegangen sein, oder? Ich kann mit der Pflanze interagieren. Ach, das ist eine Aloe Vera. Oh. Kann ich... Ich quetsche mal ein bisschen was von diesem öligen Schleim in die Schale. I'm so smart, wow. Okay, oh. Moin. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Kommissar Kansky, ich leite hier die Ermittlungen. Und wer sind Sie? Ich? Nina Kalenko. Ich hatte Sie angerufen. So, so. Habe gehört, Ihr Vater sei verschwunden. Ja, ich kam hier an und wollte meinen Vater treffen. Er meinte, er sei noch bis spät in die Nacht im Museum. Als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mache mir echt Sorgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Haben Sie eine Idee, was hier passiert sein könnte? Kann mir kaum vorstellen, dass mein Vater so ein Chaos veranstaltet hat. Ich kenne Ihren Vater zwar nicht, aber auszuschließen ist erst einmal nichts. Sie wollen ernsthaft behaupten? Ich behaupte gar nicht, Schätzchen. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht, solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Meinen Sie, meinem Vater könnte irgendwas zugestoßen sein? Schwer zu sagen. Ich dachte, die Polizei kann mir nicht helfen, solange mein Vater nicht in Lebensgefahr ist. Hör zu, Mädel. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wann eine Sache stinkt. Und diese Sache müffelt schon ganz gewaltig. Und wenn du was damit zu tun hast, dann rück lieber gleich mit der Sprache raus. Früher oder später werde ich sowieso dahinter kommen. Hallo? Ich habe die Polizei gerufen. Besser gesagt, ich habe versucht, sie zum Herkommen zu bewegen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Vater... Verbrecher machen immer die unlogischsten Sachen. Davon lasse ich mich nicht täuschen, sonst wäre ich nicht Kommissar geworden. Ja, ja, ich sehe schon. Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. Wenn Sie was rausgefunden haben, sagen Sie mir dann sofort Bescheid? Ja, ja. Ich brauche ohnehin Ihre Adresse und Telefonnummer. Und verlassen Sie besser nicht die Stadt. Könnte sein, dass ich noch Fragen habe. Und nun raus mit Ihnen. Sie stehen mir sowieso nur im Weg rum und verwischen die Spuren. Ja, danke. Seltsamer Typ, dieser Kommissar, oder? Ja, und nicht gerade der freundlichste seiner Zunft. Aber vielleicht muss man in diesem Job so sein. Ja, mag sein. Hauptsache, er findet raus, was mit meinem Vater passiert ist. Wenigstens einer, der auch glaubt, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ich glaube Ihnen auch. Danke. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann... Das ist lieb. Schauen Sie erst einmal, ob Ihr Vater nicht längst zu Hause ist. Vielleicht macht er sich ja schon Sorgen und verdonnert Sie dann zu 2 Wochen Taschengeldentzug, weil Sie zu spät gekommen sind. Ja, das wäre schön. Ich bin morgen leider erst gegen Abend wieder im Büro. Aber kommen Sie bitte vorbei oder rufen Sie mich an. Wenn Ihr Vater wieder da ist, haben wir was zu feiern. Wenn nicht, kann ich vielleicht was für Sie tun. Ja, mach ich. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Okay. Gelbe Scherben.
Das ist doch einfach nur von, okay, ja, nimm dir halt von so einem, wie nennt man die Dinger denn? Ding. Okay, ja, hier könnte ich jetzt nach Hause fahren. Über den Jakobsring machen wir gleich. Ich gucke mir nochmal Zwei schnell die böse Sachen an. dreinblickende Echsenwesen. Die beiden sehen aus, als würden sie den Eingang zum Museum bewachen. Da steht da oben das Ende der Urzeitgiganten. Wanderausstellung vom 1. Mai bis 13. September 2006 Mein wahrscheinlich. Vater hat in den letzten Monaten hart für diese Ausstellung der Herrscher längst vergangener Tage gearbeitet. Hoffentlich finde ich ihn bald wieder. Und hoffentlich geht es ihm gut. Ja, das hoffen wir doch alle. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich erinnere mich noch an die Charaktere und an das Motorrad und an ein, zwei Orte, die noch kommen, aber ich erinnere mich gar nicht mehr an die Geschichte und worum es geht und den Anfang hier auch überhaupt nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist lange her und anders als die Spur der Erwachten zum Beispiel, habe ich das auch, glaube ich, danach nicht mehr gespielt, sondern nur ein einziges Mal und daher, ja, weiß ich hier nicht mehr so viel drüber. Aber das frischen wir gemeinsam auf oder erleben es auch einfach gemeinsam, ihr und ich. In 3 Tagen kommt Folge 2, aber das soll es erstmal mit der ersten Folge gewesen sein. Ja, Dialoge gibt es natürlich immer viel, aber ich denke, wir werden auch bald mal anfangen, ein bisschen mehr zu rätseln. Liebe Leute, bis zum nächsten Part und auf Wiedersehen.